Willkommen zurück in der wunderschönen schneeweißen Landschaft von Fallout 4. Ja, irgendwie ist wohl gerade Winter. Nee, ist natürlich nur ein kleiner Nebel hier an der Küste von Fallout 4. Ups. Wir sind bei Folge 262, ne? 162 ist das jetzt unterdessen. Alter, das sind viel zu viele Folgen. Ich sollte nur langsam mal zum Ende kommen. Aber wir wissen beide, dass das nie passieren wird. Ja, was machen wir diese Folge? Ich habe lange überlegt, was wir diese Folge machen werden. Der logische Schritt wäre, zurück hierhin zur Power Armor zu gehen. Und dann mit dem Vertibird zurück nach Boston zu fliegen. Um dort die USS Constitution zu besuchen. Und Schankhaus Shamrock. Und ich glaube, wir haben da noch mehrere andere Quests. Wir haben hier noch... Was ist hier eigentlich... Hier war noch irgendwas mit einem Grashüpfer. Und da haben wir noch Galerie Pigman. Da haben wir mal irgendwas aufgesammelt. Von irgendeinem Typen, der Raider tötet wohl irgendwie. Also da waren tote Raider, glaube ich. Und da war eine Visitenkarte dabei von Pigman. Und das können wir uns angucken. Juhu. Naja. Oder wir gehen zu Nathan Chapel. Das ist aber langweilig, also das klingt echt langweilig. Ich glaube, das ist auch tatsächlich nur so eine blöde Verschienes-Quest, ne? Das ist, ja, das ist so eine sonstiges Quest. Suche Nathan Chapel nach Technologie! Juhu. Uninteressant. Ich meine, könnte interessant werden, aber machen wir nicht. Stattdessen gehen wir gehen aber tatsächlich in Richtung Nathan Chapel. Also wir gehen hier die Straße runter. Denn da hier hinten ist noch eine Fabrik. Und Fabriken sind immer lustig, egal ob da was drin ist oder nicht. Also Fabriken haben wir uns bisher und was sind denn hier so viele Minen, sag mal. Bisher haben wir uns Fabriken noch nicht enttäuscht. So, Stoppschild. Links, rechts, rechts, links gucken. Damit auch kein Auto kommt. Ha, was sind wir heute wieder lustig. Blöd, ey. Ich nehme das mal wieder früh morgens auf. In letzter Zeit komme ich irgendwie nur früh morgens dazu, Fallout aufzunehmen. Ich weiß auch nicht wieso. Normalerweise mache ich das immer abends, mehrere Folgen am Stück. Aber in letzter Zeit immer früh morgens, um sie dann schnell zu schneiden und dann schnell online zu schalten. Ich weiß, das ist nicht unbedingt klug, aber irgendwie. Pulaski, Atombunker für kleines Geld. Na guten Tag, der Herr. Was haben Sie denn da? Eine Karotte. Kann ich die mal sehen? Kann ich mal bitte Ihre Karotte sehen? Und morgens bin ich immer ganz besonders witzig. Jawohl. Das war's dann auch schon. So als Erklärung. Deswegen kommen die Folgen in letzter Zeit auch immer verspätet oder so komisch, so komische Zeiten. Ich versuch's immer um 16 Uhr oder sowas rauszuhauen. Klappt aber nicht immer. Longneck Lukowskis Konservenfabrik. Das klingt nach einer Konservenfabrik. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber da gehen wir jetzt rein. Komm. Diese Ladezeiten immer, ne? Das ist schlimm. Die waren auch mal kürzer. Du kannst nicht nur 10 Dosen nehmen. Das schmeckt doch besser als dieses alte Cram oder Brahmin, das seit Tagen in der Sonne steht. Da draußen haben die Leute Hunger. Du musst einfach ein bisschen mehr von dem Produkt verkaufen. Tut mir leid, aber mehr als 10 Dosen kann ich nicht rausgeben. Es ging eine Zeit lang weg wie warme Semmeln. Aber jetzt gibt es das Gerücht, dass Leute krank werden. Leute werden andauernd krank. Das hat nichts mit meinem Produkt zu tun. Außerdem verkaufe ich nur das Fleisch, das ihr mir bringt. Wenn damit was nicht stimmt, ist das verdammt nochmal eure Schuld. Ach, jetzt bin ich also schuld? Vergiss es! Der Handel ist geplatzt. Du willst dein Produkt unter die Leute bringen? Dann geh raus und mach es selbst. Was? Hey, jetzt komm schon! Gut, geh nur. Du kommst wieder. Warte mal. Hast du was Aufgesammeltes zu verkaufen? Ja, aber was war das mit kranke Leute? Was war das da drin mit den Leuten, die krank werden? Theo hat die alte Konservenfabrik vor einem Jahr wieder eröffnet und mich und ein paar andere Händler überredet, seine Dosen zu verkaufen. Eine Weile lief alles gut, aber in den letzten Monaten sind Leute krank geworden, nachdem sie es gegessen haben. Versteh mich nicht falsch, die sind nicht gestorben, aber
Ich weiß nicht. Die Verkäufe sind eingebrochen und Theo ist noch dreister geworden. Möchtest du dir mein Angebot ansehen? Natürlich, aber was soll das hier mit dem Voltanzug? Woher hast du diesen Voltanzug? Du warst wohl noch nie in 81. Ach so, ja, die Nummer habe ich nicht gesehen. Wurde dann aber Händler. Hier, ich zeig dir, wo das ist. Übrigens, cooler Pip-Boy. Meiner war schrottreif. Hab ihn vor Jahren weggeworfen. Ach also, so. Hättest du Interesse zu handeln? Ja, du bist schon echt, also... Wie wär's mit Info? Ne? Also ich habe ja die Nummer nicht gesehen. Ich habe gedacht, die wäre aus irgendeiner anderen Vault oder sowas. Was für Keine Sachen Ahnung. Hast du denn? Du weißt schon. Lebensmittel von den Farmen, Sachen aus der Stadt, Dinge, die ich sammle. Eigentlich von allem etwas. Ich habe bestimmt Sachen, die du suchst. Schau's dir mal an. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt Infos kaufen, weil da steht Info. Dieses dumme, verfickte... Ich bin morgens nicht nur besonders lustig, ich bin auch morgens leicht reizbar. Sicher? Ich zeig dir, was ich habe. Kein lustiger Gesell bin ich da morgens. So, hier. Kombi, Schraubenschlüssel, Kristall, Stahl, Terpentin. Kriegst du alles, kannst du alles haben, ist mir egal. Wir haben alles. Ein Staffboy dazu und nochmal verstrahltes Blut. Woher ist die Melodie jetzt schon wieder? Gamma-Kanone, wieso hab ich die nicht... Ich bin so ein Vollidiot. Ich wollte die alle noch zerlegen. Jetzt muss ich warten. Jetzt müssen wir warten, bis wir wieder in irgendeinem Ding sind. Weil ich habe jetzt keine Lust, die Sachen hier jetzt wieder wegtun zu lassen. Wie sagt man? Sachen umsonst aufgehoben zu haben. So. Das klingt bescheuert. Aber ist so. Mehr hat's auch nicht, ne? Guck mal, wie schön das HOD unten an der Seite abgeschnitten ist, ne? Bei Spieler und Investieren sieht man die Klammern gar nicht mehr. Tolles Interface. Da, kriegst ein paar Sachen von mir. Du blöde Frau. Ich dachte, wir handeln um Infos. Hey, keine Frauen beleidigen, ja? Das darf nur ich hier. Die blöde Kuh zum Beispiel hier, die immer mit ihrem Hammer. Wieso hat die eigentlich ihren Hammer schon wieder gezogen? Das war bestimmt das Feuer der Spoiler. Was kriegst du denn so blöde, blöder Lackaffe? Theodore Collins. Ich bin Theodore Collins. Hi. Wenn das nicht mein Lieblingskunde ist. Wir kaufen alte Dosen und das beste Fleisch im Commonwealth, damit wir die besten Produkte anbieten können. Möchtest du ein paar Dosen mitnehmen? Ne, wenn Leute davon krank werden, dann... Oha. Nein. Ist ja unglaublich. Im Dialog mit 3 Antwortmöglichkeiten statt 4. Bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier? Ich bin noch nicht in Fallout 4. Fallout 4 ist doch Fallout 4, weil es immer 4 Antwortmöglichkeiten gibt. Da haben die Autoren tatsächlich mal, also der Lead Writer von Fallout 4, der Wieser, keine Ahnung, Emil irgendwas. Er hat sich in der Präsentation mal darüber aufgeregt, dass sie ständig um die 4 Buttons auf dem Controller herumarbeiten mussten. Und deswegen immer 4 Dialogoptionen haben mussten. Wie kann man nur so doof sein und denken, wenn ein Controller 4 Buttons hat, dann braucht man auch unbedingt 4 Dialogoptionen? Was ist das für ein bescheuertes Denken bei Bethesda, ganz ehrlich? Ich drück jetzt mal ganz oben, pass auf, ich drück jetzt mal Dreieck. Boah! So ein blödes Dialogmenü. Bescheuert. Sicher, schau's dir an. Aber wer reinbeißt, muss es kaufen. Ja klar, ich beiß dir gleich in die Hand, dann kaufe ich dich. Und dann bist du mein Sklave, oder wie? Blödes. Red Skorpionfleisch, Plünderer auf, immer so eine leere Dose. Graue Strickmütze und eingelegtes Fleisch. TP 60, Red 6, Gewicht 1. Ja, kein Wunder, dass die Leute krank werden. Das Ding ist verstrahlt. Dein blödes eingelegtes Fleisch ist verstrahlt. Was ist das? Fauler Fisch? Geh weg damit, ja? Was haben wir hier? Ich guck mich jetzt hinten um, ne? Und wenn du was sagst, dann fick dich dich. Weg da. Schau dich nur um, aber halt dich vom alten Keller fern. Da unten ist es nicht sicher. Sehr subtil. Guck mal, Redhirsch. Danach solltest du dir die Hände waschen. Es ist nicht sonderlich hygienisch, mit Toten zu hantieren. Wie haben wir eigentlich das Fleisch jetzt daraus bekommen? Ich meine, der ist unversehrt. Ne? Haben wir reingegriffen und das einfach raus... Dann würde das mit dem Händewaschen tatsächlich mehr Sinn ergeben. Ja, das ist... Habe ich schon erzählt, dass ich morgens besonders witzig bin? Ja, habe ich schon erzählt, ne? Ja, wir haben verstanden, dass du morgens besonders witzig bist. Du musst es nicht immer wieder erwähnen.
Finde ich immer noch schön. Ah, dankeschön. Hallo! Hallöchen! Na, du bist aber ein Freundchen. Konservenroboter. Sure. Hallo, Konservenroboter, wie geht es Ihnen? Guten Tag! Aha, Mausatzfleisch. Jaugeifleisch, Jaugeifleisch, Red Hirschfleisch? Hallöchen! Guten Tag! Guten Tag! Ich nehme das mal alles mit. Das ist ja. Ich soll mich also vom alten Keller fernhalten, da ist es nicht sicher. Das war sehr subtil. Ramenschädel, 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 Ramenschädel. Hallo! Wie geht es denn so? Mhm, Knopf. Frag mich, was passiert, wenn wir diesen Knopf drücken. Ich bin ein Zauberer. Zugekettet. Von hier bekomme ich sie nicht auf. Interessant. Ah, okay. Was haben wir denn hier? Passwort erforderlich. Ach Gott. Parts, Teile. Was ist Tandy? Ist das ein Name? Man weiß es nicht. Gaunt. Was war denn nochmal ein Gaunt? Das ist auch ein Name, ne? Aber auch irgendwas anderes. Das steht für irgendwas. Kenne ich irgendwo. Gaunt. Die Familie Gaunt. Woher war nochmal die Familie Gaunt? Gaunt. Das wär's. Die Familie Gaunt. Gaunt. Irgendein Buch. Oh, eine automatische Kampfflinte. Ich habe nur keine Munition dafür. Die kann ich eigentlich tragen? Ach, gar nicht mal so viel. Das ist immer schön. Ja, ich hatte ja die Möglichkeit, alles wegzutun. Also zu verkaufen, aber ich habe mich ja dagegen entschieden. Also brauche ich mich jetzt auch nicht aufregen. Gaunt. Ah, ich weiß. Wie? Du kannst während des... Was? Ah, geht doch. Gaunt war, ich lese jetzt nochmal das Buch. Faul. Irgendwas mit faul. Perfekt. Schon ewig her, dass ich das Buch gelesen habe. Das ist eine Buchreihe. Am Ende muss man immer mehr haben als am Anfang. Preise sind dauerhaft plus 5%, sind dauerhaft 5% günstiger. Also minus 5%. Oder so. Verdammt. Und Geschichten eines Dürrfleischverkäufers aus Junktown. Erhalte darauf bessere Preise, wenn du mit ein paar E-Mail-Händler kaufst. Das ist ja krass. Das ist ja doppelt gemoppelt. Was haben wir denn hier? Eine mächtige 44er-Pistole und eine Kampfrüstung. Linker Arm, gedämpft, Polymer. Unnötig. Dankeschön. Was soll das heißen während einem Kampf? Ne, verstehe ich nicht. Ich kämpfe doch nicht. Worauf könnte das wohl hinweisen? So, das war's ja, oder wie? Schön, eine Kampfflinte und Bobblehead, also Wackelkopf und ein Magazin. Hat sich gelohnt, jetzt schon. Und bisher keine Kinder des Atoms. Na, ah, da geht's runter, glaube ich, nehme ich an, ne? Ja, sieht so aus. Da kann Curie wahrscheinlich nicht wieder schon wieder nicht hinterher. Ah, alter vergammelter Fisch. Überall Benzin auf dem Boden. Ich hoffe, du leidest nicht an Allergien. Dieser Ort ist äußerst schmutzig. Nee, ich bin allergiefrei. Überall eingelegtes Fleisch. Aha, so lagert er das also. Gut. Ach was. Hier ist jetzt einfach ein... Okay.
Ja, zu dunkel. Hallo, was machen Sie denn da? Ein kleines Nickerchen. Bei der Arbeit gehalten, oder wie? Oder wie? So, haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Nee. War das Fuel oder Faul? Ich. Was? Wie? Wo? Wer? Was hat er gesagt? Oh, jetzt fällt mir der Name von ihm. Irgendwas hat eine Falle ausgelöst. Ist interessant. Oh, jetzt fällt mir der Name von dem Ding nicht ein, von dem blöden Buch. Curie, komm her! Curie, komm her! Mädel, ich brauche deine Hilfe. Geschütze. Oder Scheinwerfer. Im Keller ist es nicht sicher. Willst du etwas von mir? Hier drüben. Absolut. Komm. Los. Genau. Und jetzt bewegst du deinen niedlichen kleinen Hintern da drauf, bitte. Ja. Nein. Oh, du blödes Kackding. Kannst du nicht einmal sagen, ey, machen, was man dir sagt? Nee, ne? Ja gut, ich hab dir gesagt, du sollst hier hingehen. Ja? Hey. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Du bist schon niedlich, ne? Hey. Du brauchst das. Kann ich dir irgendwie helfen? Was meinst du? Ich habe bemerkt, dass mich andere Leute anstarren. Stimmt etwas mit meinem Hintern nicht? Nö, das war alles in Ordnung. Kein Problem. Setzen wir unsere Reise fort. Alles in Ordnung mit deinem tollen Hintern. Da, geh mal. Da. Ja. Nein. Du sollst da drauf. So. Ja. Knopf. Schnell. Ja. Aha. Aufgepasst. Was willst Komm schon. Du? Sofort. Aus irgendeinem Grund haben die immer Probleme mit die komischen Aufsteuerung wurde vom Systemadministrator deaktiviert. Geheimnisvolles Fleisch, stelle Theodore Collins zur Rede. Ach, dann kann ich wieder nach oben gehen. Ach nee, warte mal. Klar. Die Aufzugsteuerung wurde vom Systemadministrator deaktiviert. Oh, der hat mich hier unten. Was geht hier vor sich? Der hat mich hier unten eingesperrt, diese olle Sau. Jetzt will er mich zu Fleisch verarbeiten. Das ist bestimmt sein Geheimnis. Er lockt Leute hier runter, indem er sagt, der Keller ist nicht sicher, geht er lieber nicht hin, weil er genau weiß, dass die Leute dann da hingehen. Ja? Und dann sperrt er die ein. Und dann tötet er sie. Und dann verarbeitet er sie zu Fleisch. Benutzer Theodore Collins ist angemeldet. Aufzeichnungen. Funktioniert noch. Mal sehen, ob dieses alte Terminal noch funktioniert. Scheint mehr oder weniger intakt zu sein. Die Roboter habe ich zum Laufen gekriegt. Aber ich muss noch rausfinden, wie die Konservenretorten funktionieren. Anscheinend sind sie kaputt. Aber es sieht so aus, als wäre das hier auf dem Ruin nur einer noch älteren Konservenfabrik errichtet worden. Ich werde also versuchen, Teile zu finden, die ich wiederverwerten kann. Also eine Konservenfabrik auf einer Konservenfabrik auf einer Konservenfabrik. Klar, macht Sinn. Halt, Laboratorien. Ich liege ungefähr eine Woche hinter dem Zeitplan, aber die Retorten laufen wieder. Ich konnte die benötigten Teile finden, obwohl es länger als erwartet gedauert hat, da Gule durch die Wand gebrochen waren. Einer der Händler, mit dem ich mich unterhalten hatte, kam vorbei, bevor alles bereit war und die Hälfte des Fleisches, das er mir verkaufte, wurde von der Abfüllung schlecht. Vor der Abfüllung schlecht. Ich musste Fleisch von den Maushatten hier unten beimengen, aber den Unterschied merkt ja keiner. Weiß jetzt auch an so schlimm, nix. Explosion. Verdammt! Retorte 2 hat ein Loch in die Seite gesprengt und durch die Explosion haben sich einige Ziege gelöst. Ein Teil des verdammten Wegs ist kaputt. Das Loch in der Wand wurde größer und es sind noch mehr Gule reingekommen. Ich muss hier unten einen Zaun aufbauen, um sie draußen zu halten. Selbst mit einer Retorte läuft es wesentlich besser, als ich gehofft hatte. Dieses Marketingbuch, das ich gefunden habe, scheint wirklich was zu bringen. Das einzige Problem besteht jetzt darin, dass ich nicht genug Fleisch von den Händlern bekomme. Ach, das Dörrfleisch. Der Dörrfleischhändler aus Junktown. Marketingbuch. Ich muss mehr Mausratten beimengen. Ein Jammer, da ich die eigentlich süß finde. Jetzt muss ich noch mehr Fleisch finden, wenn ich Produktion auf dem Niveau weiterführen will.
Ah, er findet Maurusratten also süß. Das passt ja zu seinen Zähnen. Aufzugsteuerung. Wurde per Fernzugriff deaktiviert. Bitte konzentrieren Sie dieses Hindernis. Na gut. Tüdelü. Hallo. Level 9 Ghoulstreuner. Wie geht es denn so? Das ist, kann tatsächlich sein, ja. Sollte sich darum nicht ein Leichenbeschauer kümmern? Jemand ist in der Nähe. Vielleicht ist er uns freundlich gesonnen. Ich glaube nicht. Ghule sind pauschal, also sind einfach von sich aus nie freundlich. Das ist einfach so, Kyrie. Je eher du dich daran gewöhnst, umso einfacher wird es zu verkraften sein. Nette Schatten. Babyrassel. Dieser Ghoul war ein Papa oder eine Mama. Ah, überall Strahlung. Was ist das denn? Hölle. Wieso ist denn da so viel Strahlung drin? Ist das in den Dingern drin oder wie? Oder? Ich habe doch vorhin eine Tür geöffnet. Wieso gehe ich da eigentlich nicht noch? Also der Typ hat mehr Maulwurfsfleisch, dem normalen. Der Typ hat Maulwurfsrattenfleisch dem normalen Fleisch beigemischt. Das ist jetzt nicht so verwerflich. Guck, wenn die süß sind. Fleisch vom Mischlingshund. Maulwurfsratten und geeignete Blutprobe. Das ist alles mögliche Fleisch. Der hat einfach alles mögliche an Fleisch genommen und... Ich sollte Probe nehmen. Ja, der Typ hat einfach alles mögliche an Fleisch genommen. Vorkriegsfleisch, Jagdgewehrfleisch, Mischlingshundfleisch, Laborstationfleisch, Red-Kakerlaken-Fleisch. Maulwurfsrattenfleisch, ja, das wussten wir schon. Tollwütige Maulwurfsrattenfleisch. Einfach alles Mögliche. Es ist ihm scheißegal gewesen. Er hat einfach alles, was er an Fleisch gefunden hat, einfach alles in den Mixer geworfen und dann hat er sein eingelegtes Fleisch gehabt. Es ist ja kein Wunder, dass die Leute krank werden, ne? Ich wette, wenn er das Wurst genannt hätte, dann wäre es nicht so ein Problem. Kann ich dir irgendwie behilfen? Er weiß schon, weil Wurst fleischfrei ist. Ne? Was? Ach, die kann nicht mehr tragen. Fleisch sein? Wenn Wurst ein Fleischbrei ist. Also Wurst ist ja tatsächlich Fleischreste von allen möglichen Fleischsorten. Ja, also was so bei der Produktion von Fleisch übrig bleibt. Zusammengemischt. Und dann... Ja, als Wurst verarbeitet. Was macht das dann... aus veganer Wurst. Ist ja sowieso ein blöder Ausdruck, ne? Vegane Wurst. Wie kann denn eine Wurst vegan sein? Das geht doch gar nicht. Schon per Definition ist eine Wurst hier eben, wie ich gerade sagte, Fleisch. Zusammengemanscht. Zusammengemanschtes Fleisch, ursprünglich in einem Schweinedarm. Diese Protokolle später auf relevante Daten prüfen. Ja, macht es. Ich finde den Begriff veganes Fleisch immer so verwirrend. Weil einerseits ist die Definition veganes Fleisch ist auch verwirrend, das habe ich auch schon gesehen. Aber vegane Wurst ist so verwirrend, weil Wurst ist ja per Definition einfach ein Zusammenmansch von allen möglichen Fleischsorten. Umringt von einer Hülle. Und wenn das kein Zusammenmansch von Fleischsorten ist, dann muss das ja dann logischerweise Zusammenmansch von irgendwelchen Sojasorten sein? Was? Macht eigentlich keinen Sinn, ne? Diese blöden Veganer. Machen einem alles kaputt. Da spreche ich aus Erfahrung. Ich kenne mehrere Leute, die waren Veganer.
Oder Vegetarier. Oh, da sind sie immer noch. Grauenvoll. Die machen da alles kaputt. Aha. Ey. Alter Falter. Alter, mein Aiming ist so am Arsch wegen dem kaputten Arm jetzt. Nein, 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 nein! Alter, ich bin fast tot! Fuck, 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 fuck! Fuck, fuck! Fuck! Ah, fuck! Ich habe jetzt ein Problem. Ich kann jetzt nicht nochmal dahin laufen. Ja, das ist, ich habe jetzt ein Problem. Ich kann jetzt nicht nochmal dahin laufen und da weitermachen, wo wir aufgehört haben, wegen der Zeit. Ich muss jetzt... Ich müsste eigentlich jetzt in ein paar Minuten müsste ich die Folge eigentlich beendet haben, damit ich sie noch schneiden kann und dann hochladen, damit sie noch rechtzeitig kommt. Hilfe bei der Verteidigung der Eminati Farm. Ach, fick dich doch! Blödes Minuteman-Quest-System. Wer regt sich denn sauber auf? Na, Leute, die es nicht wollen. Ich zum Beispiel. Naja, dann gucken wir uns jetzt diesen wunderschönen Sonnenaufgang an. Wieso ist denn der so gelb? War doch sonst nie so gelb. Da muss man sofort eine Mod installieren, die das nicht mehr so gelb macht. Das ist ja ekelhaft. Nein, das ist ein Sandsturm. Oder ein Staubsturm. Sandsturm, Staubsturm, egal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Fallout 4. Da muss ich jetzt offscreen nochmal dahin latschen. Und das geht leider nicht anders. Wenn ich jetzt dahin latschen würde, dann hätte ich nicht mehr genug Zeit, um überhaupt noch was aufzunehmen. Das war hier, ne? Einfach der Straße nach. Genau. Gut, dann weiß ich ja, was ich offscreen machen muss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Fallout 4. Bis dahin. Ciao.